Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Schaut mal, was der hier hat. Zitrone. Guckt euch die Handschuhchen an. Guckt euch die Water-Elemental an. Guckt euch das Knife an, das man gerade nicht sieht. Oh. Leute, also das kann sich wirklich sehen lassen, am I right? Also der ist so dick betucht. Der Account ist im Hintergrund offen. Er hat auch eine Desert Eagle, hier Prince Stream. Er hat auch übrigens mal so nebenbei erwähnt, eine M4. Und noch die USP-Ausgabe davon. Alleine die können ja schon einiges, was eben den Wert angeht. Aber die Handschuhe ja auch. Also es ist insane. Es ist insane. Ja, hier nochmal. Willkommen an alle. Schön, dass ihr da seid. Wir haben jetzt hier gerade, wir gucken noch kurz nach den Stats, ein 11-5. Also die Tees liegen noch vorne. Und der Suspect steht mit 33 Kills schon sehr weit. Also wirklich insane weit oben. Wenn man den Rest so betrachtet, die sind alle entfernt. Also der Grund, warum hier wohl in Richtung Cheat-Verdacht gegangen wird, zumindest bei den Gegnern, ja, ist wohl auf der Hand liegend im Moment, zumindest vom Scoreboard. Aber natürlich kann man diesbezüglich nichts drücken. Oder aufgrund dessen. Ah ja, schon mal ein netter Headshot. Man hat beide gemerkt oder gehört viel mehr. Und er hat den einen weggenudelt, aber ich weiß nicht, ob er da im Vorfeld runtergeglotzt hat, also zwecks Vision Assist. Denn ist der Gegner gerade einfach gegen die Wand gelaufen? Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Beim kurzen Durchgucken, ob da irgendwie ein... Ist der einfach in die Wand gelaufen oder ist da die Leiche dagegen gefallen? Ich habe es nicht genau gesehen. Vom Banane kommen wohl zwei gleich, aber die... Was macht er denn hier? Ja gut, also ich würde sagen, Vision Assist an der Stelle bereits confirmed. Weil, ja, er kann natürlich nicht einfach so durchlaufen mit der Bombe in der Hand und sich vollkommen im Klaren darüber sein, dass er niemand ist. Das geht nicht. Also er wird ganz sicher Vision Assist hier mit dabei haben, so wie er sich umschaut, so wie er reinpickt und so weiter und so fort. Also es ist absolut unlogisch, wie er hier spielt. Dass er jetzt anfängt zu schleichen auf einmal. Hier könnten überall... Ja gut, das ist ja Wahnsinn! Nein! Der kann doch nicht einfach dreist reinscheißen mit dem Inventory. Ach, das ist ja noch schlimmer als letztes Mal. Vor zwei, drei OWs hatten wir, glaube ich, auch einen, der zumindest ein mittelschönes Knife dabei hatte. Jetzt sonst nicht so viel außen rum, aber der hat ein gutes Knife. Und der hat, glaube ich, sehr dreist reingekackt. Aber das ist ja auch absolut frech. Wie kann man nur so ein ekelhaftes Ass sein? Sorry, dass ich jetzt über den Kill drüber gegangen bin, aber das ist... Also alleine die Vision-Assistenz, die hier mit der... Ich fass es nicht. Mit dem Zeug. Okay, pass auf. Wir spulen noch ein kleines Stückchen. So, pass auf. Die crossen hier wieder. Er ist von seinem Teammate geflasht worden. Okay. Also dieser Peak ist jetzt halt wirklich absoluter Quark. Also. Gut, dass er den jetzt hier nicht direkt auf dem Schirm hatte. Also ganz kurze Mini-Zweiflung, die mir aber nicht über den Ding hinweg hilft. Also der kriegt von mir auf jeden Fall Vision Assist. Außer er sammelt sich jetzt noch mehr solche Sachen. Vorhin die beiden konnten natürlich gecallt sein, die in Apartments. Darum ist er dann vielleicht so gelaufen. Aber trotzdem läuft man nicht mit der Bombe in der Hand in Richtung Apartments auf die Gegner durch die Wand schauend. Und schleicht dann da gemütlich durch. Zumal er kein bisschen wissen kann, wo die... wohl kamen die anderen Banane rund. Ich muss das jetzt ja auch gar nicht versuchen zu erklären, oder mir aus den Fingern zu saugen. Das ist ein Kackvogel. Zumindest war das kackvögelig. Der Mage schießt ihn bereits an. Also ich denke, die wissen auch Bescheid. Klar, mit diesem krassen Unterschied an Kills ist das natürlich frech. Hier geht auch ein bisschen, Oh, hat er den Kollegen auch noch getroffen? Sicherlich aus Versehen jetzt den zweiten, aber den ersten hat er natürlich zum Verärger noch reingejallert. Ich meine, klar, der andere hat angefangen. Aber es ist nie ein Grund, zurückzuschießen. Deswegen, nur weil dich jemand anschießt, ne? Es ist trotzdem genauso retarded, da zurückzukacken. Team-Attacks. Ja, und hier macht er einfach weiter. So ein behinderter Affe. Das gibt natürlich auch noch Grief, ganz klar. Denn, wie gesagt, unabhängig, was die Mates dir antun, es hat nichts mit deiner Aktion zu tun. Dann, wenn du danach reagierst und zurückgriefst, dann bist du auch ein Griefer, so wie die Mates. Also das bekommt er auf jeden Fall auch gedrückt. Hier ist er sich auch wieder so... Naja, okay, na gut, das Peaken, das geht. Dann diese Umsetzung, dass er das so spielt, verstehe ich nicht. Wie kann das sein, dass er dann mit der Info, die er hat, dann so reinkackt? Der Mage schießt ihn wieder an. Achtung. Okay. Hier auch wieder diese große... Naja, große Sicherheit will ich nicht sagen. Wenn ich im Lowgame spiele, dann gehe ich mitunter auch so durch. So, ich sag mal, ballsy. Aber
Ja, also das ist... Achtung, mal gucken, was er mit den zwei da hinten macht. Und noch einen oben in Apartments. Er checkt Zeit, okay, er checkt Zeit, aber also sehr, sehr halbarschig. Da rechts in der Ecke hätte locker einer stehen können und den hätte er nicht gerafft. Gut, der hat ein bisschen geleckt, der Gegner. Aber ich verstehe gerade nicht so ganz, warum dann solche Sachen funktionieren. Warum er, der Macher mit fast 40 Kills, lässt sich von einem ganz klaren Rotate killen von hinten. Will er da jetzt hier verschleiern? Sicherlich, ne? Sicherlich, ist es Verschleierungstechnik. Taktik und Technik. Weil ich meine, er sieht doch, woher der Hase geschossen kommt. Guckt euch mal das Scoreboard hier an. Hier kann sich natürlich auch einfach jemand rein verirrt haben, der irgendwie Hardcore Global ist und der Rest ist Silver. Aber, ja, eher nicht. So, er knallt Mitte nochmal ordentlich fett weg. Standard-Kill bis jetzt, war normal. Auch hier wieder, dieses Rüberziehen. Also, dass er den einfach gehört hat, vermutet hat, dass er da, oh ja, da piekt bestimmt gleich einer, der hebt bestimmt gleich was auf. Also, das ist ein bisschen frech. Oder hat er die Waffe vorgeworfen, der Mate? Also, der gegnerische Mate. Also, das ist einfach frech. Einfach frech. Und, okay, den hat er noch überlebt. Die letzten beiden kommen wieder von T. Mal schauen, ob er die jetzt noch irgendwie weg kickelt. Und die Begegnung beginnt gleich. So, also ich drücke mir jetzt hier, was ich vermute. Aim Assist war mir eindeutig zu schwach ausgeprägt. Da hat man nicht großartig was gemerkt. Griefing auf jeden Fall. Bei Other... eigentlich nicht. Und Vision Assist hat er meiner Meinung nach auf jeden Fall genutzt. Wenn auch versucht zu verschleiern. Aber da war auf jeden Fall was im Busch. Und leer. Natürlich machen wir jetzt noch unser Giveaway zu Ende. Letztes Mal gab es ja eine. Das nächste neue Giveaway. Und zwar gibt es hier jetzt diese leckere StatTrak P2000 Imperial Dragon. Ah ja, genau. Wir nutzen zur Auflösung des Giveaways wieder unseren Comment Picker. Und wir werden auch gleich nochmal kurz ins Inventar bzw. auf den Account von dem Knilch, also von dem Suspect, gerade eben schalten. So, Filter, Duplicate Users. Yes, yes, yes. Ich glaube, sonst stelle ich da nie weiteres ein. Wir snacken uns die Kommentare. Vielen Dank für 30 Kommentare. Und der Gewinner musste, beziehungsweise der mögliche Gewinner, musste darüber schreiben, ob er schon mal auf unserem Warm-Up-Server war oder es vorhat zu tun in Zukunft. Der Server ist übrigens auch in jeder Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein CSGO-Warm-Up-Server. Wenn man sich aufwärmen möchte, kann man da gerne drauf. Also derjenige, der jetzt hier gleich gezogen wird oder angezeigt wird, muss darüber schreiben, sonst muss ich den nächsten ziehen. Alter, Warm-Up-Server, erstmal einspeichern. Na, also Diplom-Chiller, schönes Bild auch, genauso läuft der Hase. Diplom-Schüler, wir machen das so wie immer. Du schreibst bitte unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und fügst hier in deiner Videobeschreibung auf YouTube bitte deinen Trade-Link ein. Vielen Dank. Wir gucken noch kurz auf dem Profil des Dödels von gerade eben vorbei. Hier sieht man die ganzen Geschichten. Leider ist das Inventory auf privat, aber alleine die Sachen hier vorne, die Front, ist ja mal locker ein Taui wert, oder? Guck mal, das Ding in der FN, was weiß ich, 250 Euro. So, die da, keine Ahnung, 300, 400 Euro. Weiß ich nicht. 50, 60 oder 100, nochmal 100 oder 200, also das sind schon plus, also ich denke insgesamt wird der 1000 und auch nochmal einiges darüber hinaus rumliegen haben. Ein Band ist noch nicht da, abwarten. Und wir kommen direkt zum neuen Giveaway, und zwar gibt es heute eine AK-47 Emerald Pinstripe für euch. Lecker Teilchen. Wenn man gewinnen möchte, macht man folgendes. Ihr fügt eurem Kommentar folgende Informationen hinzu, und zwar wart ihr schon mal auf unserem Discord-Server beziehungsweise seid ihr oder bist du dort bereits gemeldet? Wenn nicht, ran, also wenn du Bock hast, und falls ja, dann bist du da ja schon drauf. Einfach kurz den Status diesbezüglich schreiben. Vielen, vielen Dank, dann macht man automatisch hier bei diesem Giveaway mit. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich hier wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video in wahrscheinlich 2 Tagen oder im nächsten Livestream. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir haben in jedem dieser Streams große Giveaways. Wir haben jetzt auch demnächst wieder Handschuhe, die es gibt. Also ganz viel tollen Kram zum Abstauben. Kommt daran. Danke fürs Zuschauen, für die Kommentare. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.